Die Entertainment News im Gala-Ticker. Matthias Reims Ehefrau Kristin Stark über seine dunkelsten Stunden ... Alessandra Mayr-Wölden übernimmt Rolle beim Traumschiff ... Bill und Tom Kaulitz teilen gegen Thomas Gottschalk aus. Entertainment News 2023. Alle News und Entwicklungen im Gala-Ticker. 13. Januar 2024. Matthias Reim. Ehefrau Kristin erinnert sich ans seine dunkelsten Stunden zurück. Das Jahr 2015 sollte sich zu einem Schicksalsjahr für Matthias Reim. 66. Entwickeln. Als der Sänger gerade auf seiner damaligen Tour war, erkrankte er plötzlich schwer. Daran erinnert sich jetzt seine Ehefrau Kristin Stark, 34, in der ARD-Dokumentation Matthias Reim. Mein Leben ist Rock'n'Roll zurück. Innerhalb von Tagen hat er einfach immer mehr abgebaut, er ist wahnsinnig dünn geworden. ... Das war schon dramatisch, wird Kristin von der Bunten zitiert. Das war eine harte Nummer. Muss auch Matthias Reim selbst angesichts dieser Erinnerungen zugeben. Nachdem er mehr oder weniger ins Krankenhaus gekrochen sei, habe man eine schwere Herzmuskelentzündung diagnostiziert. 5 Monate musste er im Krankenhaus bleiben, die ÄrztInnen mussten seiner Ehefrau Kristin eröffnen, dass Reims Herz nur eine Leistungsfähigkeit von 20% habe. Was ihm Hoffnung gegeben habe, war der Wille, wieder seinen Alltag bestreiten zu können. Er ist aufgestanden und hat gesagt, ich will leben. Ich will mit meiner Frau leben, ich will mit meinen Kindern leben und ich will mit meinen Fans Musik machen. Ich stehe wieder auf und kämpfe dafür. Die Dokumentation läuft am 13. Januar 2024 um 23.40 Uhr im Ersten. 12. Januar 2024. Alessandra Mayr-Wölden macht's wie Oliver Pocher. Erste Einblicke vom Traumschiff-Set. Auf ins nächste Abenteuer? Alessandra Mayr-Wölden wird demnächst im TV zu sehen sein. Und zwar in keiner geringeren Serie als dem ZDF-Traumschiff. Das verrät die Ex-Ehefrau und aktuelle Podcast-Partnerin von Oliver Pocher, 45, mit mehreren Videos und Fotos bei Instagram. Auch Pocher selbst war erst vor kurzem in einer Folge des Traumschiffs zu sehen. Als diese gedreht wurde, waren er und Amira Pocher noch ein Paar. Bei der Ausstrahlung am 1. Januar 2024 sah das schon ganz anders aus. Wie schon Amira und Annemarie Carpendale, 46, ist jetzt auch Alessandra Mayr-Wölden an Bord des Traumschiffs. Und damit schon die dritte Pocher-Ex, die mitschippern darf.